Merkst du was? Ja. Überleg mal ganz kurz. Also der Zuschauer sieht ja noch nicht, wer hier ist. Nee. Aber ich merke schon, der Zuschauer merkt jetzt schon an meinem Unterputzkabel, der schon so weit vorguckt. Wir haben auch gerade schon eine Stunde lang geschrieben. Aber merkst du, fällt dir was auf, wenn es bei ihm nicht mehr läuft? Nee. Dann kommt er hierher. Nee. Und wenn, dann ist so, du musst erstmal gleich eben draußen filmen. Er hat einen neuen Firmenwagen gekriegt. Und warum hat er den gekriegt? Weil Ronny so viel kauft bei ihm. So, ganz einfache Kiste. Wer ja, kann aber sein? Was ist jetzt so blöd? Luxusvertreter Wolfgang findet den Weg zu uns. Geld muss ich mitbringen bei dem Kerl. Der war 2 Monate nicht mehr da. Der brauchte 2 Monate nicht arbeiten von der ganzen Provision, die er kriegt, weil er hier mal verkauft hat. Und weil ich mit der Stimme ist, er hat gerade schon wieder abgesagt. Er kann schon wieder auf, obwohl ich mal 3000 Euro kriege von mir. Ich kann hier nicht... mit nichts rausgehen. Mit nichts rausgehen? Erzähl mal eben die Geschichte, dass du seit 10 Uhr hier bist und mich um 10 Uhr schon das erste Mal eine Scheiße wollen heute Morgen. Ja, wolltest du um 10 Uhr schon? Ja, das ist eine vernünftige Zeit, wo Ron noch ansprechbar ist. Ansprechbar? Bescheißt wolltest du mich? Und ich mache Internet auf, ne? Und er haut einen Preis raus, ja, und ich schon an überlegen. Ich sage, ja, könnte ja wohl passen. Mag doch wohl sein. Mhm, gut, okay. Ich sage, irgendwie traue ich dir mich. Das kam mir zu schnell mit Wolfgang. Der Preis kam mir zu schnell. Kann ich gegoogelt. Und ohne Flachs, du googelst es, du machst es auf und überkostet die Hälfte. Die Hälfte! Ja. So, wir haben erstmal eine halbe Stunde lang debattiert, was die Hälfte kostet mit dem Internet. Warum ist es noch bei dir so teuer? Für jeden Außendienstmitarbeiter ist Internet eine Katastrophe. Da kommt eine, weil ihr dann nicht mehr zocken könnt. Ihr könnt nicht mehr bescheißen. Ihr bescheißt das Strich und Faden, wo es nur geht. Junge, ja, ich komm nicht besuchen. Guck mal die Spritpreise an hier. 2 Euro. Ja, über das alles, was gerade kam, da wollen wir überhaupt nicht reden. Ich komm nicht besuchen. Ja. Spritpreise. Ja, sehe ich wohl drauf. Opfer meine Porsche Zeit. Porsche fährst du jetzt. Meine Kosten. Das ist eigentlich mein Porsche. Weißt du, nein, das ist eigentlich mein Porsche. Da müsstest du eigentlich jetzt hingehen zu deinem Chef und sagen, Ronny, hier ist mein Porsche, weil die letzten 5 Jahre hat er mir schon 3 bezahlt bei mir. Ja, das Ding ist, so das muss ich ja auch rausgeben. Warum bist du jetzt denn so sauer? Rein. Du gibst alle 14 Tage gibst du einmal 25,50 aus für den scheiß Hamburg. Und setzt das auch noch ab. Und setzt das ab, wo ich nämlich gerade sagte, oder also Firmenspäße, da nehme ich alle noch. Und stellt sich hier ein vor, ich muss da alles bezahlen. Ja klar muss er das bezahlen, er muss es vorher mit seiner goldenen, seiner schwarzen Visa, muss er das vorher einmal bezahlen. Ne? So, und dann kriegt er dann Monatsende, reicht er dann ein, Spesen, weil außer Spesen ist ja nichts gewesen bei ihm. Ne? So, der Spesenkönig ist der Spesenkönig von Föhr. Ne? So, und dann, der Spesenkönig von Föhr. Weißt du was? Das machen wir jetzt. Jetzt sind wir. Ja. Weißt du was? Nee. Wolle, jetzt, dann holen wir uns jeden Cent wieder. Ja, aber sofort T-Shirt-Design mit Wolle, es kommt drauf und Spesenkönig von Föhr. Spesenkönig von Föhr, da ist er, da kommt er auch drauf. Hier mit den Kaschmir-Schälchen und mit den roten Lederjäckchen, also eine Scheiße nehme ich. Und was kann ich machen. Ich sage, du bestellst dir gleich die Reichswerkhammer und wenn du den wegschmeißt. Guck mich und wenn du dich übergibst, dann in sein Auto. Ist scheißegal. Der hat eher blutet er jetzt. Er hat schon den 3.500 Euro in mir abgestürzt. Und er hätte noch ein Key gewonnen, 5.000. Ich krieg's im Internet aber für 2,5. Und dann streite ich erst noch ab und glaub mir das nicht. Weißt du, guck hier noch rein. Nee, der kann nicht, der kann nicht. Das ist schwarz, weil ich das schon gesagt habe. Weil du auf den Knopf drückst. Und es ist morgen hier. Das ist nämlich auch so ein Ding. Da bestellt er die Scheiße und kriegst dann noch nicht mal. Warte, ganz kurz, um die Stimmung anzuheizen. Erzähl doch mal die Geschichte, als du bei Wolfgang die Messer bestellt hast. Was ist da? Ja, das war hier. So stand er hier. Du, so. Warte, Muni vormachen. Ronny, du, was haben wir denn da? Ja, du, Kartonmesser und mit Wermut drauf. Ronny, du, weißt du, ob sich das lohnt? Wolfgang! Wenn ich das haben will, will ich das haben. Ja, du, Ronny, also, weißt du, wie viel musst du denn haben? Ich sag, so 500 Stück. Ich sag, hier komme ich 10 Jahre mit. Ja, okay, schreibe ich auf. Lass mich mal eben telefonieren. So, er dann raus, und lügt, telefoniert, da. Er ist reingespielt, getänzelt auf Wolke 7. Er freut sich, seit 20 Jahren muss ich mehr arbeiten. Weil da mache ich so viel Profit, da mache ich so viel Gewinn dran. Ne? Ja, da muss Marge, ich auch. Die Provision, die explodiert. Da kommt er hier rein, du machst alles fertig, tippt in Zeit. Aber wie schnell, wie eifrig er dann auch war. Also ja, das war ja gar nicht so. Du hast zu mir gesagt, Cuttermesser mit Logo. Ich sag, gar kein Problem, muss aber 5000 Stück ab. Ja, Wolle, gar kein Problem. 20er Messer.
das die habe ich dir hab jetzt 14 Tage habe ich die ja weg. In 14 Tagen habe ich die ja weg. Weißt du, da bestelle ich das ganze Zeug. In 14 Tagen habe ich die weg. Versetzt ja, weil ich jetzt die Kölle alle haben. Ich versetze Berge, dass ich das Zeug besorge hier, ne? Du versetzt Berge, ja, dann weiß ich, wo du versetzt Berge, was ich jeden Abend, oder was? Junge. Der Kölle Alarm und Schweißkater. Wenn das nicht so bitter wäre und da zum Lachen, weißt du? Ja. War da nicht noch eine andere Geschichte mit wie war das denn noch mit dem Desinfektionsmittel? Mit den Spendern dazu. Weißt du, Hoch-Corona-Zeit, das fing alles an. Alter, Vollgang, der sind mit Todmüll, mit Wärme und Spender, die Handpumpen mit allem drum und dran. Ich dachte, ich hab nur die. Ja, ist mir scheißegal, her damit. Dann kam dann irgendeine Scheiße an, da kostet so ein Scheiß-Spender, kostet mal eben 350 Euro, von ich 20 Stück brauche in der ganzen Firma. Macht aber ja nichts. Er schon wieder. Aber so kommt er auch. Aber so kommt er hier auch her, wenn Weihnachtsfeier ist, ne? Er ist ja der Erste. Er ist der Erste, der auf dem Hof holt, auch der Letzte, weil das könnte aber vom Track fallen. Das könnte doch eine kleine Tomate vom Track fallen. Er hat mitgenommen erstmal, er hat gefressen. 3 Burger, 3-mal Pommes, hat gesoffen und dann, du Ronny, darf ich wohl noch mal? Ich sag, du kannst so viel essen, wie du willst, ne? Du, dann geht er mit 5 Tüten in der Hand und schlägt dann zu seinem Auto und nimmt dann mit und wir müssen nach Hause. Oh, Schatzi, nein, ich habe noch was zu essen. Wir haben die nächsten 2 Tage in der Hand und alles auf Ronnys Kosten. So, das schmeckt am besten. Du bist aber wirklich so, Luxusvertreter, ne? Luxusgütervertreter bist natürlich, du. Natürlich, ich bin Qualitätsverkäufer, ja. Ja, ich verkaufe. Du hast noch nicht einmal Qualität verkauft. Nur nicht einmal, seitdem ich dich kenne, hast du mir hier irgendwas angeschnurrt, wo ich sagen kann, das Produkt ist top. Aber der Zuschauer, der zum ersten Mal einschaltet, erzähl mal kurz in so einer kurzen Zeitspanne, wie so ein Zeitstrahl, wie das mit Wolle anfing, wie er hier reinkam, wie er da noch aussah. Kann ich dir sagen. Ding dong, der wurde geklopft. Heute werden die Türen ja aufgerissen. Die roten Teppiche ausgerollt. So. Automatisch bringt ihr ja schon mit und klopft rollt sich aus. Ich muss mir aber einen Teppich mitbringen. Für einen alten Polo 2. Na, aber was für eine Möhre. Der mit Stahlfelgen riecht platt. Kommt auf hochgefahren, ne? Steigt aus, die Jeans kaputt, überall Löcher, Flecken drin, kein Pullover an, so ein abgewetztes T-Shirt. Ne? Die Haare so lang. Ja, ne? Also, weißt du? Ne? Die Haare so lang. Ja. Hinten schankt mit Schwänzchen, hast du auch gesehen. Ja. Ne? So, kommt er hier rein und dann. Was ist? Ich bin von mir mal raus. Ich muss aber, ich bin raus. Ja, aber ich habe was zu essen mitgebracht. Reinkomm. So, ja. So machen wir das schon mal. So machen wir das ja auch. Wer hat gut, ja Ahnung. Wer gut sagen, spielt, ne? Der gut fährt. So, dann essen, dann hängen wir auch noch 14 Tage später. Okay, ja? Ich weiß nicht, ja, dann hast du auch 14 Tage an mich gedacht. Das ist ja auch richtig. Ja, habe ich auch wie. Ich habe auch wie. So, und dann kam er hier an und dann, ja, was hast du? Ich sage, ich brauche deinen Scheiß nicht. Ja, hier ein Klebeprodukt, der braucht deinen Scheiß nicht. Ja, dann haben wir aber, ich sage, ich brauche deinen Scheiß nicht. Ja, aber du musst ein bisschen was abnehmen. Ich weiß, weil ich dir abgenommen habe. Ein paar Handschuhe habe ich abgenommen. Weil du ein Herz hast. Weil ich ein Herz habe. Ja. Ja. Hier geht ja kein Vertreter und mein Auftrag raus. Ohne hier und dann, ja, nee, ein paar Handschuhe und so weiter. Also, du, seitdem wirst du nicht mehr los. Jeden nee. Tag saß du dann hier und dann habe ich noch ein paar so. Handschuhe. Er wird jeden Tag ein paar Handschuhe bestellt. So, und dann konntest du gucken, so mit der Zeit, so die Aufträge wurden ja auch alle mehr und so weiter. Alle Dinge. Auf einmal hat er gesagt, hat er eine neue Jeans im Angebot gehabt, aber die kannst du neue Hose an gehabt. Ja. So. Einmal hat er einen Pullover an, die Haare, die wurden kürzer. Woche um Woche immer so ein Stück abgeschnitten. So, ja, ne? Heute habe ich keine Haare am Kopf. Da habe keine Haare am Kopf, genau. Dann kommt der rein und dann irgendwann, ich sage, ha, guck mal, jetzt noch ein neues Gebiss und neue Zähne, ein Strahl, das habe ich davon nicht gesehen. Eine Uhr, also groß Kopf. Wie eine Treckerfelge. Ja, das ja. Sowieso. Und dann, da war ja die Provision von Pürchen. Jetzt ist das klar, da geht ja so richtig was ab. Ne? So, und dann kam er hier rein und dann hörst du mal draußen, blop, 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 blop. Guck mal drauf, was ist da denn los? Ne? Da war der schon der erste AMG präsent. Ne? Ja. So, ja, ja. Und dann, aber kurze los, Frage, ne? was sagt deine Frau zu diesem erfolgreichen Mann?
Zu mir, er meint mich. Ach so, dich. Ja. Ach so. Wenn einer Erfolg ist, dann ist er hoch. Aber das Beste war gerade, merkst du, dass er hier reinkommt und direkt auf mir die Schuld zuschiebt? Ihr Wilke, der ist in Kanada. Immer. Ja, immer auf andere, die anderen sind schuld. So. Ronny, die Preise können nicht. Wolfgang, ich habe Internet. Nein, das kann ich. Ja, Internet. Was ist denn das Streitthema jetzt heute? Bauzäune. Streit dich mal mit Bauzäune. Wollt ihr mich bescheißen, das schick und fahren. Der wollte Doppelte haben, als ob ich im Internet bezahle. Für ein Element. Bei einer wirklich Bauzaunwelt.de oder so ein bisschen Werbung machen wir diese Video. Ne? Dreht sich jetzt auch mal das Baumhaus auf deiner Brücke stehen. Ja, wie die Ast rein und sauber und super. Und immer wie schön bescheiße. Ich wollte ja, weil ich bin ja so einer, ich bestelle bei Ihnen ja blind. Ja, weil Wolfgang natürlich vertrauenswürdig ist. Mir ist halt auch egal, dass ein Euro mehr kostet oder zwei, ist mir doch scheiße. Scheißegal, ich mach's ja bei Wolfgang, weil da weiß ich, da klappt das, das ist alles vernünftig und alles schön. Und Wolfgang hat abends Brot im Schrank. Und Wolfgang hat abends Brot im Schrank. So. Dass ihr aber abends Goldbahn im Schrank habt, das kann ich ja wieder nicht haben heute, ne? Ja. Weil da waren mindestens 3-4 Stück mal über bei den Preisen, die du mir gesagt hast. Kilobahn. Jeweils.